Quasi Das die Spiel Blöcke dann verdirbt tipptopp, gegensetzen. Weißt du, wie saufen, ich meine? rauchen, Sklaven empfangen wollen. Was kommt wohl als nächstes? Was, Sklaven kommen nun? Da machen sich Abgründe, werden sich da auftun, lieber Mickey. Warte. Abgründe. Ich finde das cool. Ja, ich So. auch. So, warte mal. Dann gucke ich mal, was habe ich denn hier reparieren? Notfall. Also, jetzt gehe ich erstmal wieder hier rein. Also das hat auf jeden Fall geklappt. Alles wunderbar. Grit, bin hinten angekommen. Also. Oh, cool. Sehr schön, sehr schön. War jetzt nicht ohne Hilfe, aber so. Wie kann ich die, Ja, wie kann wichtig ist, ich, dass du es geschafft hast. wie kann ich die Schmelze aufnehmen? Also einpacken ins Inventar. Guck, ob was drin ist, die Sachen rausnehmen. Ja, habe ich. Und dann E gedrückt halten. Davor stellen und E gedrückt halten. Glaube ich eh. Und dann hast du unten so ein Handsymbol. Und dann kannst du es aufnehmen. Wenn ich jetzt hier gleich ein schwebendes Dach habe, dann schönen Gruß an die Physik, ne? Ein schwebendes Dach. Schweben? Also, Quatsch, schweben. In der Hand habe ich hier nicht. Warte mal. Nee, du kannst ihn nicht aufnehmen. Wer hat den Grundstein gesetzt? Ich? Ja. Ja, dann muss ich kommen. Warte, Manu. Du hast den Grundstein gesetzt für das Haus. Ich habe den Grundstein gesetzt. Na, so was. Warte mal, aber ich muss ja erstmal meinen Knüppel reparieren. So geht das doch nicht. Ja, Schlimm weil gut. die schmelzen. Kannst du die mir denn dann geben? Also fallen lassen und mir geben? Das Ja. geht, ne? Ja, okay. Weil ich hab. Aber dann bin ich ja gleich wieder des Todes, wenn ich hier runterspringe. Au, au, au. Nein, das Nein, geht hinten ist nicht. ja eine Leiter. Ach. Du musst das zweite Loch nehmen. Ach Mensch, Leute, macht doch hier einen Weg weiter hinten. So geht das nicht. Jetzt habe ich mir den Popo verbrannt. Das ist lebensgefährlich hier. Ja, das ist ja auch nur so. Also ich baue, mach die nämlich jetzt leer. Das funktioniert nicht. Ich muss mal kurz. Ich habe eine traurige Mitteilung zu machen. Es Nein! ist zusammengestürzt. So. Wer ist Ja. gestürzt? Wo? Nein, die Kerzen von Manu haben nicht überlebt. Das Manu. bin betrübt. So, die nehme ich schon mal auf. So, die ist auch leer. Nur die eine ist noch an. Da komme ich nur gerade nicht dran. Warte, warte. Nimm dir eine auf. Das dauert halt 15 Sekunden. Jetzt habe ich Boah, wie gegen die weit das andere. geflogen ist, das Zeug, ey. Ja, genau. Und dann, wenn du die, dann Oh, mache ich warte die mal, hier ist was letzte. kaputt. Guck mal. Die Schweine, du. Guck mal an, da haben sie hier schon wieder kaputt gemacht. Hey. Das dauert halt, ne? Soll ich die andere ausmachen und aufnehmen auch? Da Ja, ist das Holz nur drin. Das nehme ich raus, ja? ja. Nehmt das Holz raus und dann nehme ich die auch auf. Ja. Haben Nee, sie hier schon warte. wieder kaputt gemacht? So. Das dauert nämlich immer 15 Sekunden. Dann. Das Aufnehmen? Ja. Echt? 15 Immer unser Haus Sekunden. kaputt. Wer macht unser Haus kaputt? Ja, die Bösen, ne? So, Manolein. Soll ich die jetzt wieder Ja. rauswerfen? Einmal. Zweimal. Dreimal. Super. Drama, Baby, Drama. Oh Gott, hier waren sie Dankeschön. aber schon öfter bei. Hier waren sie ja schon öfter bei. Er ist ja wirklich unfassbar. Oh je. Oh, hier liegen Ja, warte, lauter. ich habe nur, da war noch Eisen. Das nehmen wir alles mit hier. Das wird alles uns. Genau. Richtig. Also. Ach Menno, jetzt habe ich mich verlaufen. Es gibt viel mehr, ne? Wie schnell das geht. Was gibt hier mehr? Ja, das ist jetzt auf dem Boden gelandet. Und ich krieg Dann hier musst du es richtig nur aufnehmen, genau. jede Menge Eisen, ne? So, und das andere mache ich mal mit der Schippe oder was? Ja, ne? Wieso regnet das eigentlich schon wieder hier? So. Ach so, das ist Holz. Droni! Diese Ronny, what do Drohne, you? ne? Die ist Deine echt Drohne, wichtig. ne? Du weißt, die hat Probleme. Die hat echt ein Problem mit Suizid, du. Ich weiß auch Ja. nicht, du. Ach, meine Fräse.
Ich schimpfe nicht mit euch. Nein, nein. Wenn, dann würden wir zurückschimpfen. Ja, ja. Okay. Eindeutig. Eindeutig. So. Da war noch eine. Hier war noch eine. So, jetzt haben wir dieses blöde Garagenteil endlich weg. Solltest du mir hier nicht ein Gitter bauen? Ich wollte dir ein Gitter bauen, Manolein, ja. Wo, wann, wie? Jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich hab mir jetzt so, also ich werde die Schnellsten jetzt hier platzieren irgendwo so. Ja. Und da können die ja reinfallen. Ich weiß ja, du hast ja auch irgendwas von einem Trichter gesagt oder so. Genau. Den Trichter bauen wir, warte mal. Welche? Also in das andere Loch, das werde ich nachher, das machen wir nachher zu. Und da gehen wir dann immer rein oder ich rein, wenn ich die Schnellsten wieder auffülle. Okay. Welche Breite hat ein Auto? Welche Breite? Ja. Ja, das war also, da passen zwei Personen rein nebeneinander. Zwei Blöcke, drei Blöcke. Also mehr als zwei würde ich schon sagen. Also sei denn, du musst da haargenau reinfahren, oder? Wir werden wir auf Sicht ein Auto oder drei Autos haben? Nein, nein. Zwei vielleicht? Zwei vielleicht, aber drei. Also weder ein Auto brauchen wir doch gar nicht, oder? Also ich möchte nicht unbedingt ein eigenes haben. Ich kann also das du möchtest nicht mitfahren? Gut. Ja, weil ich kann das nicht gut fahren. Auch nicht. Rollbares Garagentor. Ja, da gibt es verschiedene Größen, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ja, gibt es, das stimmt. Ich komme gleich zu dir. 1,80 ohne Spiegel. Das ist ja was ganz Neues, dass Manu nicht Auto fahren will. Ja, das ist mit der Steuerung hier nicht so. Ja, das ist mit also die Reaktion des Autos auf die Mausbewegung, ja, ist übel. Ist, genau. Also mit dem Motorrad komme ich hier sehr gut zurecht. Da war ich auch gut, aber mit den Dings kann ich nicht so. Da habe ich ja schon wieder Hunger. Meine. Was ist Herren. Das denn? Achso. Manu, nein. Ja, Herren. Genau, Herren. Nur Herren. Und Damen. Meine Damen und Herren. So, ich habe uns mal den Wien-Eingang hübsch gemacht. Achso. Erstmal. Da kriegt man richtig Kohldampf, wenn man hier so schuftet. Ja, das ist genau der springende Punkt, Mann. Bring mal hier diesen Tee da. Das. So. Ja. Tee ist sowieso besser als Wasser. Gibt mehr Flüssigkeit. So, jetzt komme ich mal zu dir gesprungen. Okay. Wo bist du? In welchem Loch? Wo möchtest du denn den Filter hin haben? Hier vorne an dem ersten Loch, ja. Warum steht da, ich habe Lust zu raufen? Was, du hast Lust zu rauchen? Was hast du? Ich habe aus Versehen das Bier getrunken. Ich sehe das nicht, das ist so klein. Ich habe Lust zu rauchen, okay. Ich habe dann zu rauchen, ich wollte gerade sagen, was ist denn da los? Zu rauchen stand da. Ach ja. Ein kleiner Rausch, du hast Lust zu rauchen. Na dann, wo sind denn die Zombies, wenn man sie mal braucht? Also echt mal. Jetzt mal. Ehrlich. Unverschämtheit, Frechheit. Also wer kommt zu mir ins Loch? Ich bin schon da. Ich stehe davor. Drei, vier. Ein zweites Auto. Eins, zwei, ich bin drei, oben. Kannst du mal vier. Gucken kommen, Manu? Ja. Erst raufen, dann rauchen. Genau, warte, ich komme. Ein Motorrad. Ja, das Problem ist, das ist zwei hier. Motorrad. Ich wollte das eigentlich so machen. Weißt du, dass du hier eine Schräge hast, wo die dann quasi reinfallen? Reinfallen. Ich setze die jetzt mal, dann siehst du, du kannst ja wieder aufnehmen. Bloß das Problem ist, das Loch ist schräg und unten setzt du dann gerade Blöcke dran, dass du quasi wie einen Filter hast. Wir können das aber auch nach oben, warte mal. So ist das schräg. Warte mal, ich muss das mal anders machen. Wir brauchen Trick 17. Wo geht das? Ach.
Warte mal, ich brauche mal einen geraden Block. Wieso gibt's hier keinen... Wieso ist das schräg, Manu? Das ist schräg, ja. Ja, und hier setzen wir jetzt... So eigentlich, weißt du? So, und dann ist das ist alle, die alle schräg dann, oder wie? Einmal. Warte mal, ich setze mal eine schräg. Ja. Und im Grunde genommen müsstest du jetzt, warte mal. Es ist zu schmal, wir müssen noch eins breiter. Und unten drunter setzt du normale Blocks, dass quasi die reinlaufen. Ja. Weißt du, und hier dann quasi runterfallen. Aber wir können das noch eins nach hinten nehmen, glaube ich, oder? Warte mal. Die Leiter kommt ja da auch weg. Also weil da. Hier ist es aber gerade. Guck mal. Ja. Ja, die Leiter müssen wir dann woanders hin machen. Ja. So. Jetzt kann ich es komischerweise, ich glaube, man muss. Und dann können wir da Ecken reinsetzen. Und dann nach unten machen wir dann viereckige. Warte mal. So. Kommen dann quasi viereckige drunter und halt aufgewertet. Und ganz unten hast du dann Gitter, wo die Schmieden drin sind. Weißt du, wie ich meine? Wir können das noch ein bisschen breiter machen, wenn du ja, magst. Ja, vielleicht, ja, dass sie besser so, da reinfallen. Siehst du, wie ich meine? Ja, kannst das du... ist nicht schlecht, ja. Und dann machen wir das so ringsrum quasi wie ein Dings. Das animiert die vielleicht eher dazu, da rein zu marschieren. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wenn du magst. Ist ja, ich komme jetzt mal dahin. Ich habe jetzt zwar zugehört, aber kein Wort verstanden und wahrscheinlich auch die Leute nicht. Ja, wir sind doch noch am konstruktiven. Ja, das finde ich gut. Oh. So. Weißt du? Ja. Aber wir müssen gucken, dass wir hier... warte mal, ich kann das mal versuchen. Hier müssen wir eine Ecke reinmachen. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen buddeln. Hier muss ein Stück Erde weg. Dass wir hier eine Schräge reinsetzen können. Warte mal. Hier muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen wegnehmen. So, das drehen wir jetzt. Nee, ich will das eigentlich... Ihr seid kreativ, ich bin auch ein bisschen kreativ. Ja. Hä? Nein? Ich will das andersrum. Ich glaube, da brauche ich das andere Ding. Die Frage ist, reicht jetzt die Länge für das... Ja, das Loch brauchen wir dann später wieder. Reicht die Länge für das Auto? Ich brauche ein Dreieck. Aber ist das nicht ein Dreieck? Ja, mit diesen ganzen Dinger komme ich sowieso nicht so gut klar, da mit den ganzen... Müsste ja eigentlich... Formen-Dingern da. Nee, warte mal, ich brauche eine andere Form, glaube ich. Sinken, ja. Ja, hier gibt es ja verschiedene. So einen Winkel möchte ich gern. Wie der? Probier den mal. Ja, guck mal. Der würde gehen. Nee, der geht nicht. Der ist doof. Ich will einen anderen. Warte, aber so in der Art, das sieht ja, so ja, nicht ja, ja, aus. Aber ich will den schräger. Den gibt es, glaube ich, noch in einem anderen Winkel. Ja, in die Ecken, oder was meinst du? Ja, ja, genau. In die Ecken, ja. Genau. Ja. Warte. I'm looking. Das war der. Den. Der ist wieder zu klein. Aber die Form habe ich aber auch so, meine ja. Freude. Den? Nee, warte mal, den? Ah! Aha! Das ist der richtige. Guck mal. Guckst du? Ja. Ja. Also hinten die Fahrräder rein. So, und dann müssen da wir hier Motorrad, noch mal ein da Motorrad. Sieht doch schon mal gut aus. Hier Motorrad. So, ne? Ja, und dann cool. Machen wir quasi nach unten Blöcke und dann machst du es schön aufgewertet und unten was mich kannst du dann deine nervt, Schmied reinmachen und oben drüber ein bisschen ein Gitter. Würfel in der Luft. Ja. Weißt du? Ja. Ja, dann kommen die da ja auch nicht mehr raus. Ich nehme mal hier die Leiter. Eben. Müssen wir dann nur die Leitern
will ich nicht so reparieren. Genau. Es müsste eigentlich lang. Wir können dann von unten quasi die Blöcke dann geben. Brauchen Sklavinnen fangen wollen. Was kommt denn als nächstes? Was, Sklaven? Da machen sich Abgründe, werden sich da auftun, lieber Mickey. Warte. Abgründe. Ich brauche noch eine Ecke. Wie kann ich das jetzt machen, dass ich da drunter, dass das nicht in der Luft schwebt? Da lassen eigentlich. Das nervt mich so ein bisschen. So, und dann mache ich wieder hier Schrägen. Mit anderen Worten, es wird langsam spannend. Boah, jemand. So? Genau. So, dann setzen wir hier jetzt nochmal dran. Ja, das ist ja cool. Ne? Hm. Oder? Ja. Ich kann hier noch nicht dran setzen. So hatte ich mir das überlegt. Ich meine, ich baue jetzt nicht so viel. Ich bin nicht so der Bauexperte, aber manchmal habe ich doch Ideen. Warum ich denke, das ist was Gutes, ja. Stopp, Roni. Kannst du mal... Roni? Roni? Was Roni macht denn die da? Roni? Geh mal ein Stück woanders hin. Roni! Ich denke, von dem Loch her müsste das... Ist das deine Drohne? Ja. Ja, jetzt kommt sie. Ah, okay. Weil ich bin da nicht reingekommen. Wollten wir nicht zum Händler, Leute? Ja, es ist 5.25 Uhr. Wir haben noch ein paar Minütchen. So, hat das gereicht? Warte mal, dann nehme ich die jetzt gerade hoch, die runter. Null. Jawolla. Würde es auch reichen, nur und einen hier machen wir dann jetzt noch die letzten zwei hin und dann haben wir hier oben schon mal und dann kannst du dir dann Material holen, Manu, und kannst das aufwehren. Ja. Das ist komm, ja lass mich. Gut. Das ist gut. Ja, das freut mich, wenn dir das gefällt. Das wäre ja auch cool. Einer würde ja reichen fürs Motorrad, ne? So mal so gesehen. Guck mal. Und dann tun wir das von unten schön stabilisieren, so, weißt du, mit den Blöcken nach unten? Ja. Warte mal, ich kann ja gucken, ich habe ja noch ein paar, die kann ich schon mal reinsetzen. Da. Ne? Und dann kannst du das schön ringsrum graben und auskleiden und dann. Und dann kannst du theoretisch auf einer Seite dann auch die Leiter lassen. Ja, eigentlich schon. Also, das hier muss ich ja dann noch wegnehmen, das hier, ne? Also hier die Erde, ne? Ja. Unter irgendeinem Baum habe ich mein Fahrrad gelegt. Ach, da. Genau. Dann praktisch so, dass wir da... Genau. Ja, warte, das ist cool. Ich gehe mal hier auf die Leiter. Jetzt kann ja nichts passieren, weil die schnellsten sind ja... Ich grab mal von hier unten schon mal. Ja, warte, ich mach mal. Dann können wir... Da nehme ich schon... Nee, kann ich noch nicht... Doch, hier kann ich schon mal reinsetzen. Jetzt macht er immer Leitern, wenn er einen Rahmenblock machen soll. Warum macht er jetzt immer dann Leitern? Dann musst du das wieder ändern. Da hattest du als letztes Leiter und da legt er wieder Leiter drauf. Ach so. Ja. So, guck mal, Manu, ich mach dir schon mal ein bisschen einen Anfang. So, warte mal, das muss man dann wieder umstellen. Da. Und? Kann ja doch einer kürzer, ne? Das ist ja dann. Das Auto sollte mal. Das reichen. Zack. Einfacher. Ja, dann reicht das. Ah, also wann muss ich dann cool. nach unten pirschen? Ja. Ja, ich sag mal, zwei reichen doch, oder wie viel meinst du nach unten? Also dass sie. Warte mal, jetzt kann ich hier besser die Blöcke reinsetzen. Genau. So. So. Meine Damen. Ja, hab ich schon. Ja. Ich weiß, ihr seid da jetzt gerade im Kreativprozess. Ja, wir fahren gleich los. Ich komme gleich raus. Nein, darum geht's doch gar nicht. Sondern? Ich war auch in einem Kreativprozess.
Das ja. Wollen wir schon mal gucken kommen? Ja, und eure Fahrräder mitbringen. Ich habe meins weggenommen. Oh, wir haben jetzt eine Garage. Cool. Oh, cool. Also, ja, noch nicht, aber sie ist in Planung. Und ich hätte gerne das gewusst, ob das so schön ist. Ja. Wir kommen. Die Mutti plant. Ja. So, guck mal, Manu, also oder? Die Geländer werde ich ja, natürlich nicht in ganze cool. Würfel machen. Das ist sehr cool. Denn man kann ja hier mit bestimmt hier schöne halbe Formen und so weiter machen. Hier. Und du musst dann halt überlegen, wie weit du das nach unten haben willst. Und dann machen wir hier unten, stellen wir dann, machen wir auch einen geraden Boden da rein. Oben drüber ein Gitter. Ja. Das ist jetzt einfach nur die bisschen Planung, dass das vernünftig aussieht. Ja, wir können. Hier unten muss die Fläche ja dann ein bisschen größer sein, dass wir die Schmieden hinbekommen. Ja. Ja, so kann das bleiben. Also mehr höher würde ich da auch nicht gehen jetzt. Ja. Also oder weiter nach unten. Ich finde das so. Ja. Oben nur noch Wasser halt. So. Muss ich gucken, dass ich. Oder ich kann ja hier diesen. Wo war denn dieser kleine Kuckucksgang? Gang. Ja, denk dran mit auf. Flachdach und Heliport. Ja, das wäre noch. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Flugschrauber auf dem Dach landen können. Julia hat gesagt, das ist möglich, aber schwierig. So. Oh, das ist schwer. Das ist cool, Manu. Das ist cool. Ja, ne? Ja. Aufgewertet haben. Wir, hier machen wir. Warte, ich habe noch eine gute Idee. Warte. So. Ne. Da wollt ihr die jetzt reinschmeißen, oder was? Ja, ja, guck mal, so kommen die doch. Reinfallen. Hier können die doch. Man muss wirklich aufpassen, da rutscht man schnell ab. Ja. Und unten machen wir dann halt einen schönen Boden, da kommen die Schmieden und dann eins drüber ein Gitter. Ja. Und dann können die, ne? Da reinplomseln. Hoch. Ja. Ja, guck mal, so, man könnte jetzt tatsächlich. Ja, muss ich nur mal gucken, warte mal. Nein, ich bin jetzt gerade drinne. Ich will mal was gucken. Hm? Oh cool, ja, schön. Schön. Das hat eine schöne Größe. Da passt auf jeden Fall mindestens ein Auto rein. Zwei habe ich geplant. Und ja. Hinten die Fahrräder in den Lücken und vorne die Motorräder in den Lücken. Ja, super. Ja. Aber ganz ich wollte gerade mal was gucken, weil das sieht nämlich echt, ob das geht, ne? Ja, es geht. Auf was geht? Wo? Wie? Oh nein, jetzt ist die Schmiede wieder ausgegangen. Ah, aber es ist, glaube ich, alles durchgelaufen. Jawohl. Aber hier geht's nicht mehr, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist immer das, was mich so nervt, ne? Das ist wirklich... Was meinst du denn? Dieser Rand, der da ist. Ja. Der da. Das ist echt cool. Ich hätte das gerne, das war aber das nervt, das ist hier bei 7 Days ganz schlimm, das nervt mich richtig ab, ne? Was denn? Dieser Rand, der da ist, ne? Wo bist du denn? Du an eurer Falle. Ja, da können wir Platten überlegen. Ich so, guck dann okay, nachher nochmal. Achso, du meinst, dass oder das hier... Oder mit noch mehr Erde auffüllen, ja, soweit wie wir können, noch auffüllen. Kann ich hier auf, kann ich hier rein? Ich kann hier nicht rein. Ich kann leider nirgendwo rein. Ihr müsst das selber reinfahren. Also das wird jetzt nicht würfelig bleiben. Ich würde da gerne schlankere Sachen reintun. Ja. Vorsicht. Das Problem, was ich habe, dass die Würfel in der Luft schweben. Das ist wirklich nervig, ne? Die schweben in der Luft? Ja. Wo denn? Alle Würfel schweben in der Luft. Ernsthaft? Ja. Ich kann das gar nicht. Ja, ein bisschen. Wie kommt das denn? Stimmt. Du hast recht. Die schweben ein kleines bisschen in der Luft, ja. Hm. Welche Würfel? Hier bei der Garage. Da macht doch ein Fundament. Mach ein Fundament. Also einmal in die Erde und drunter graben ja. Und dann, ne? So. So, jetzt nimmst du dein Fahrrad? Stein, oder? Wo ist dein Fahrrad? Ja, das weiß ich auch nicht, wo mein Fahrrad ist. Und zwar, welche Farbe hatte meinst du? Ist das hier hinten, dein Fahrrad, das rote hier?